Es war Frühjahr 2013, wo wir Franz Habel auf seiner Benefiz-Schinkenwanderung kennenlernen durften und er uns eingeladen hatte, ihn doch einmal in seiner Vulcano-Schinkenmanufaktur in Auersbach bei Feldbach zu besuchen. Am 6. September 2014 war es dann soweit, dass auch der Sparverein Wurmerl aus Baschluck das gleiche Ziel hatte, war rein zufällig. Der Anlass ist eigentlich das, dass wir alle Jahr unseren Sparvereinsausflug machen und eigentlich alle Jahr woanders hin. Und heuer haben wir uns einmal entschieden, ins Vulkanerland zu fahren, zum Vulkanerschinken und der Besichtigung inklusive Verkostung zu machen. Und das sind wirklich wieder die 60 Leute mitgefahren und das ist, wie ist er sicher, jeder zufrieden. In circa 1,5 Stunden erfährt man alles Wissenswerte, kompetent vorgetragen, technisch perfekt unterstützt, was die Familie Habel auf die Beine gestellt hat. Wir haben ja vorher schon Führungen gehabt, immer wieder, und haben dieses Wissen von vorher hier in dieses Gebäude dann mit eingebaut. Es fängt sehr toll an, Volker Degedorf hat uns angehört gehabt, hat dann eine Geschichte geschrieben und ein Schweindl erzählt über die Entstehungsgeschichte. Es verlässt nicht eine ernste Sache, sehr lustig aufgebaut, war ursprünglich gedacht für eine Kinderführung, ist eine sehr gute Mischung, wo die Leute jetzt ankommen und, sage ich mal, mit unserem Thema beschäftigt werden. Wir haben ja kein sehr leichtes Thema. Bei uns ist es, wenn wir Schinken verkosten, verkaufen, wenn wir essen wollen, müssen wir zuvor ein Lebewesen schlachten, töten. Und auch dieses Thema wird hier angesprochen. Und ich denke, das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Geht dann weiter zum Schweindlstall rüber, unten zum Speiskastel rein und dann zum Schluss eine ganz tolle Inszenierung noch über die Reifung des Schinkens, bevor es zum Höhepunkt kommt, die Verkostung. Wenn der Schinken dieses Haus verlässt, ist er zu einer vollendeten Delikatesse gereift. Viele Auszeichnungen hat Franz Habel seither dafür erhalten. Der Weg dorthin war aber nicht immer leicht. Ich habe als junger Mensch schon zu Hause mit meinen Eltern Fleisch verarbeitet, aber nie in dem Sinne, wie wir jetzt Schinken machen. Wir waren sehr viele Exkursionen, Spanien, Italien, Frankreich, San Daniele war ich glaube schon über 30 Mal unten. Und uns war klar, wir brauchen keine Kopie. Wobei, wir können den Schinken natürlich nicht neu erfinden. Aber wir wollten einen eigenen Geschmack haben, das war uns sehr wichtig. Und da haben wir den Zugriff auf unsere eigenen Tiere, die wir speziell füttern können. Viele Versuche gemacht, über 60 verschiedene Schinken, Verkostungen mit den Leuten. Schlussendlich sind wir heute dorthin gekommen, wo wir jetzt sind. Und das ist uns sehr, sehr toll gelungen. Bin auch sehr dankbar für alle, die mir immer zwischenzeitlich unterstützt haben. Apropos unterstützt, man sagt ja, hinter einem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Der Franz und ich arbeiten jetzt schon seit über 20 Jahren zusammen und es macht sehr viel Spaß, an einem Projekt zu arbeiten, das sehr viel Sinn und vor allem Freude auch für unsere Besucher hier macht. Also man kann sagen, die ganze Familie Habel ist hier involviert. Ja, unser Ältester, die Katharina, hat seit circa 2 Jahren das Geschäft in Wien übernommen. Die anderen beiden sind noch in der schulischen Bildung, aber helfen samstags oder wenn Not am Mann ist oder in den Ferien hier schon ein bisschen aus. Der Blick in den 7 Meter hohen Reiferaum, wo über 1000 Schinken heranreifen, hat noch jeden Besucher beeindruckt. Schließlich bildet die Verkostung die Bestätigung über all die Informationen der 1,5-stündigen Führung. Da ist speziell ein 8-Monat luftgetrocknete Schinken, 15 Monate Schweinefilet mit Trüffel, Salami, Karree und unser Speck, bitte. Danke. Dankeschön. Ich muss sagen, der Schinken ist eigentlich auf der Zunge zergangen, ist auch sensationell. Gell? Also wirklich eine Top-Qualität und auch geschmacklich wirklich super. Wenn auch Sie die Vulcano-Ursprung-Schinkenwelt in Auersbach bei Feldbach kennenlernen möchten, sei es mit einer Reisegruppe oder Familienausflug, ist Ihnen der zarte Genuss am Gaumen, die sogenannte Gaumenfreude, gewiss.